Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge OMSI 2 hier. Schön mit unserer kleinen Weltreise, die wir ja hier aktuell gerade so ein bisschen durchnehmen. Heute auf der Karte, ich muss mal ganz kurz gucken, Dolnigunice. Keine Ahnung, wo das sein soll. Auf jeden Fall, ich bin die Karte mal so ein bisschen abgefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind irgendwie immer diese kleinen Karten, die wirklich richtig reinhauen. Das will ich euch hier heute zeigen. Wir fahren das Ganze heute mit einem O405 mit einem wundervollen, passenden Repaint hier. Das nennt sich KBU Rost. Ja, also unser ganzer Bus hier ist total verrostet, wie wir das Ganze hier sehen können. Ich glaube, den hatten wir so auch noch nicht drin, oder? Das ist schon mehr als schäbig hier. Auf jeden Fall, die Karte ist natürlich kostenlos. Die könnt ihr euch runterladen. Ich gucke nochmal nach, ob ich den Download-Link noch finde. Dann packe ich ihn in die Videobeschreibung mit rein. Aber jetzt in letzter Zeit vergesse ich es ganz schön oft. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich es wieder mal vergessen werde. Nimmt mir das Ganze denn dementsprechend auch nicht so übel. Wir werden, wie gesagt, das Ganze heute mal abfahren. Die Fahrt hat insgesamt 8 Haltestellen oder sowas und läuft so um die 14, 15 Minuten. Also ein bisschen Zeit haben wir da dementsprechend noch. Und ich zeige euch diese kleine Karte. Insgesamt gibt es 2 Linien. Die zweite Linie, die ist hier noch existiert, die ist noch tatsächlich ein bisschen kürzer. Wir sind jetzt heute auf der Linie 154 unterwegs und dementsprechend, würde ich sagen, wir springen rein und lassen uns ein wenig inspirieren, wie denn so die Welt aussieht. Ne? Von daher rein damit und Motor gestartet. Ich wusste auch gar nicht, dass das mit dem Regen so geil aussieht, wie das hier so runtertröppelt hier, ja, von der Scheibe. Echt cool gemacht, ja. So, dann müssen wir jetzt erstmal 154. Oh Gott, das will. Ja, genau. Jetzt mach wieder nichts. Das ist natürlich wieder 154. Ach ja. Einmal Technik, weißt du, die begeistert. So, gut. Was hat er jetzt hier geschrieben? 154 nicht gefunden? So, Linie 0. Ach Quatsch. So, Linie 154.00. Linie laden. Und dementsprechend ist das Route A, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müsste sogar hinkommen. Das müsste sogar passen. Ja, dann machen wir heute ohne Tracker. Ja, was soll's. Es ist halt irgendwie, die ganze Technik, die ist immer nur halb fertig, ja. Wenn es draußen ein bisschen heller ist, kannst du die ganze Technik vergessen. Ja, ich sitze hier, ich wohne nicht im Keller oder sowas, in einer Dunkelkammer. Ja, wo, naja. So, 01 haben wir. Genau. Eine Karte gibt es hier aktuell nicht. Deswegen müssen wir uns hier so ein bisschen durchkämpfen hier mit dem ganz normalen Standard. So, dann wollen wir hier schon mal alles vorbereiten. So, haben wir. So, da es regnet, können wir hier ruhig schon mal die ganzen Ventilatoren anmachen. Das Ganze ein bisschen wärmer machen. So. Gut, dann Hilfspfeiler an, Gang rein, Handbremse raus und los geht's. Vielleicht noch ein Scheinwischer, das wäre vielleicht auch noch praktisch. Und dann jetzt hier rechts abbiegen. Und da haben wir dann unsere Haltestelle. So, sollen wir hier einmal drehen. Da, wo die Leute schon loslaufen, da ist natürlich unser Halt. So, dann kommt er rein.
Ticket ist zwar an, aber ich werde das Ganze natürlich wieder halbfertig nur abfertigen. Also Ticket ausdrucken können wir. Aber wir werden jetzt hier dementsprechend jetzt nicht uns jetzt hier hinstellen und werde jetzt hier mich mit dem Kleingeld jetzt hier auseinandersetzen. Also, ihr könnt es mal probieren. Wenn es aber natürlich dann zu lange dauert, dann machen wir das natürlich automatisch. So, da ist noch jemand. Ist noch mit? Ja, komm rein, komm rein. So, dementsprechend los geht's. So. Oh, schnell. Nicht, dass der uns jetzt hier in die Karre fährt. Ja, dann gucken wir uns mal die Karte an. Wie gesagt, insgesamt zwei Linien bringt sie mit. Es werden hier KI-Fahrzeuge zwar mitgeliefert, aber jetzt nicht so Fahrzeuge, die wir jetzt zum Beispiel benutzen können. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, SOR ist hier unterwegs. S-O-R oder sowas nennen die sich hier auch. Wenn nicht alles täuscht. Oder Skoda. Ja, dementsprechend sind das natürlich Fahrzeuge, die ich jetzt mal nicht so eben schnell auf der Platte habe. Und da habe ich mir jetzt einfach so einen Bus mal rausgesucht, so, der so ein bisschen hier zu passt halt, ne, so ein bisschen ländlich hier und alles sowas. Und da kann man dann natürlich nicht mal die neuesten Busse erwarten. Und sonst, ja, Installationen gehen natürlich leicht vonstatten. Sobald ich da irgendwas finde, wie gesagt, packe ich das Ganze unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Es ist natürlich immer so, dass ich mir die Karten halt immer so irgendwie aufschreibe. Ich merke mir das dann halt meistens dann immer, wenn ihr das Ganze zum Beispiel auch unter Kommentaren so postet oder sowas, schreibe ich mir das meistens halt immer auf, welche Karten man sich mal vielleicht mal angucken könnte. Und dementsprechend lade ich sie ja halt irgendwann runter. Let's play sie aber auch nicht gleich. Auch habe ich mir abgewöhnt, halt Karten tatsächlich zu testen, die ja ich vorher nicht erstmal getestet habe, ob die ohne Probleme funktioniert. Leider schon öfters das Problem gehabt, nimmst die Folge halt auf, ja, und auf einmal Karte kaputt oder sowas. Also sind die Fahrten hier nicht mehr komplett blind, ja, also ich habe sie zumindest schon einmal abgefahren, damit ich auch sicherstellen kann, dass die Fahrt auch wirklich von A Anfang bis Ende denn halt dementsprechend auch fahrbar ist. Und ja, dementsprechend wie gesagt, ist es natürlich schon einige Zeit her, wenn ich mir die Karte natürlich dann runtergeladen habe, dass ich ja natürlich nicht mehr weiß, unter welchem Video zum Beispiel stand das drin, oder wo habe ich das gar runtergeladen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, denn aber meistens sind es dann so Karten, wenn du die dann bei OMSI so eintippst, bei Google findest du die Karten in der Regel halt auch. Ja, extrem viel Zeit. Ihr seht es oben, ja. Die Zeit geht so schnell nach oben. Wird es hier wahrscheinlich lang schleichen. Also der Fahrplan, der ist hier. Der könnte noch ein bisschen mehr ausgedünnt werden. Der ist sehr, sehr großzügig auf jeden Fall. Ich glaube, da bist du wahrscheinlich immer noch mit einer Handkarre schneller. Weil, ihr habt ja gesehen, wir sind schon mit knapp einer Minute Verfrühung, ja, sind wir losgefahren. Jetzt sind wir hier schon bei 3 Minuten Verfrühung. Das ist natürlich echt nicht in Ordnung. Dementsprechend, um das Ganze natürlich so in die Länge zu ziehen, 1, 2, 3. Ein bisschen Verspätung, ist wurscht. Einfach mitfahren. Keiner, einer. Dann geht's weiter. Ja, und natürlich ist es natürlich auch so, dass wenn man sich hier so mal ein bisschen sich mal so mit Google und OMSI beschäftigt, du kommst ja da auf irgendwelchen komischen Seiten teilweise.
viele russische Seiten auch, also müsst ihr aufpassen. Und es ist fantastisch, was du da manchmal so findest. Also, ungelogen, ja, da gibt es einfach mal die ganzen Payware-Busse drin, ja, auf so einer russischen Seite. Da findest du hier den Düsseldorfer Solaris der vierten Generation. Kannst du einfach runterladen, Ist schon hart, ne? Also da Russland zu Copyright kannst du vergessen. Zählt nicht. Jedenfalls gibt es da auch so den ein oder anderen DLC. Also nicht DLC, sondern Freeware-Bus, den man sich halt angucken kann. Und da werden wir uns mal in den nächsten Folgen mal so zwei Modelle angucken. Die fand ich persönlich ziemlich interessant. Sind allerdings nicht wirklich fertig. Oder werden wahrscheinlich auch nie fertig. Also für die ist es wahrscheinlich fertig, aber für mich ist es dann doch schon ein bisschen schwach, sage ich mal. Ja. Wie gesagt, da werden wir uns mal zwei Modelle angucken. Die fand ich speziell. Also unbedingt mal einschalten, was so auf russischen Seiten so verfügbar ist. Könnte vielleicht den einen oder anderen sogar gefallen. Aber wie gesagt, Problem halt, dass das Ding halt nicht wirklich fertig ist. Und dann war ja auch jetzt in den Kommentaren mal vor einiger Zeit gewesen, dass wir mal eine amerikanische Woche machen können. Klingt tatsächlich nicht schlecht, aber ich würde erstmal jetzt so nicht wirklich jetzt so spezielle Wochen machen, weil jetzt ja nun mal auch ein bisschen einiges passiert, Transom World erscheint und alles sowas, das wollen wir uns natürlich auch von vorne bis hinten angucken. Lotus immer mal wieder, da haben wir jetzt vielleicht auch was Neues, wo wir so denken, es könnte vielleicht mal was werden. Ja, dass vielleicht sich Entwickler mal direkt mal mit uns unterhalten können in der Let's Play-Folge. Das wäre vielleicht ja auch mal nicht so verkehrt. Und sonst kann man halt solche Wochen kann man teilweise echt nur machen, ja, wenn mal wirklich absolut Ebbe ist, wo nichts ansteht halt einfach. Ja, da kann man mal so sich hinsetzen und kann sagen, so komm, pass auf, wir machen jetzt hier eine britische Woche, eine amerikanische Woche oder sowas. Ne? Das kannst du dann halt gut machen. Wenn natürlich Stuff da ist, dann bietet sich sowas eigentlich in der Regel halt nicht an. So, wolltet ihr jetzt mit mir mit oder? Ne, ihr wolltet nicht mit. Okay. Ihr wolltet nicht mit mir mit. Und natürlich für mich ja auch immer so ein bisschen interessant. Gibt Karten, von denen ich zwar schon gehört habe, sie aber nie gefahren bin. Und jetzt bin ich letztens wieder auf eine Karte gestoßen. Die ist großartig. Aber es ist auch eine Karte, die, glaube ich, schon ewig alt ist. Ja? Die existiert halt auch schon eine ganze Weile. Kommt jetzt auch denn demnächst denn hier als OMSI-Folge. Und das ist halt so dieses Großartige, was ich absolut an OMSI so richtig, richtig toll finde. Du kriegst Content bis zum Abwinken. Und wenn du dann nicht nur in Deutschland unterwegs sein willst, sondern dann auch mal so die anderen Gegenden anschauen möchtest, dann findest du richtig, wenn du gut guckst, dann halt, ja. So. Okay, Mutti ist mit eingestiegen. Einziger der Fahrgast, den wir jetzt noch haben hier. Sitzt schön. So. Ist da irgendeine Tür offen? Nein. Alle Stellenbremsen nicht rausgenommen. Großartig. Mit 30 geht's hier weiter. So. Und da fahren wir jetzt auch schon zur letzten Haltestelle. Aber wie gesagt, sie ist wirklich klein, aber extrem toll gebaut, finde ich. Ja? Man hat schon so irgendwie das Gefühl, dass hier auch irgendwo Realismus hintersteckt. Das ist nicht einfach irgendwie gefühlt frei erfunden. Allerdings habe ich mich jetzt vorher nicht schlau gemacht, weil die Sprache tatsächlich, die kann ich dann auch wirklich nicht mehr lesen. Und Google-Übersetzer kannst du dann teilweise vergessen. Da kommt manchmal echt ein absoluter Kauderwelsch raus. Also ich jetzt halt nicht rausfinden konnte, ob das jetzt eine fiktive Karte ist, eine reale Karte. Schade, persönlich meiner Meinung nach, dass die Karte doch relativ kurz ist, relativ klein ist. Also so in dem Stil halt noch so zwei, drei weitere Linien. Ich denke mal, das wäre richtig geil gekommen.
auch umläufetechnisch ist natürlich echt mau. Deswegen kannst du hier auch nicht wirklich eine Leitstellenfahrt drauf machen. Sehr, sehr schade, meiner Meinung nach. Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, absolut fantastisch. Schön gebaut. Ich mag das. Boah, viel zu viel Verführung wieder. Ja, warte mal, können wir ja vielleicht endlich mal unser Bild machen. Ohne Bild geht ja natürlich nichts. Hier schöne Felder hier. Ach, ich mag solche Karten. Unglaublich. Ich bin eher so der Mensch, ja. Also deswegen, ich glaube, BVG ist gar nicht so hundertprozentig meins. Klar, Busfahren ist episch. Aber ich glaube, ich müsste eher so irgendwo auf dem Land fahren oder sowas. Fände ich persönlich richtig geil. Und wenn du jetzt hier noch an mir vorbeifahren würdest, fände ich das noch tausendmal geiler. Oh, da haben wir schon ein bisschen... Entschuldigung, meckern nicht. Der ist eh schon kaputt, der Bus. Da fällt dir die Innenschramme nicht auf. Ja, wie gesagt, müsste ich so Vororte fahren halt. Vororte. Nicht Dorf, sondern Vororte. Ja? Vor einer großen Stadt. Also, wie gesagt, bei mir jetzt hier zum Beispiel Teltow oder sowas. Ja? Das wäre natürlich das Nonplusultra. Lassen wir uns mal überraschen, wo meine Reise hier hingeht. Zukünftig. So, ja, allerdings habe ich hier noch nicht rausgefunden, wo ich hier die Leute rauslassen soll. Einfach hier irgendwo mittendrin. Stellen uns jetzt hier am besten mal zu der Haltestelle hier. So. Und lassen Mademoiselle hier aussteigen. Und damit haben wir die Fahrt dann dementsprechend auch schon abgeschlossen. Das war's von der kleinen Karte. Dolnigunice. Ja, auf der Linie 154. Ja, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr die gerne selber mal testen wollt, wie gesagt, googelt nach. Oder guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ich es vergessen habe, habe ich das da unten drin verlinkt und dann passt das Ganze. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffentlich natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne, Leute, bis denn, tschüss.